Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fairbus Simulator, der Danny spielt das zusammen mit dem Busboard von Fair System Sound Design. Wir werden heute die Linie 621 von Amsterdam nach München über Köln, Frankfurt und Stuttgart fahren. Falsch, Arnhem ist noch dazwischen, also Amsterdam, Arnhem, Köln, Frankfurt und Stuttgart und schließlich München. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Boarden, denn die Gepäckluke ist bereits geöffnet. Wir können loslegen. So. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Köln. Das stimmt soweit. Moin. Köln stimmt. Mahlzeit. Frankfurt stimmt. Hallo. Bitte Sie. München stimmt. Guten Tag. Sehr München freundlich. Stimmt. Hallo. Ich hoffe, ich bin gut. Arnhem stimmt. Hallo, bin ich hier richtig? Stuttgart stimmt. Grüezi. Arnhem stimmt. Hallo. Köln stimmt. Hallo, hier ist mein Ticket. München stimmt. Hallo, ist das gut? Danke. Stuttgart stimmt. Und? Hallo. Arnhem stimmt. Es dürfen alle mitfahren. Das heißt, wir machen hier die Luke dicht. Wir steigen dann in den Bus ein. Und als allererstes spielen wir natürlich mal die Begrüßung der Fahrgäste ab. Würde ich sagen. Ich war mit der Taste 0 auf der Tastatur. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Vincent von der Merwick und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen unserer Busgesellschaft sowie meines Kollegen Herrn Louis van Reek aan boord der Buslinie 621 auf der Fahrt von Amsterdam nach München. Alle passagieren haben bereits ihre Plätze eingenommen und wir sind bereit unsere Reise zu beginnen. We werden daarbij 3 gaspauzen einlegen, waar ze die mogelijkheid erhalten onze lekkere café, thee, oder een erfrischungsgetränk te drinken. De service is voor ze zelfverständlich kostenvrij. In laufe der vaart werde ik van mijn collega Herrn Louis van Reek abgelust, die vaart naar München voortzetten wird. Somit hebben ze hier vorne 2 ervarene buswagens aan boord, die zich om die sicherheid en ihre comfort kümmern. Weitere informatie erhalten ze während der vaart door onze ansagen in bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Goedemorgen, dames en heren. Mijn naam is Vincent van der Merwick. En namens ons busbedrijf en mijn collega de heer Louis van Reek heet ik u van harte welkom aan boord van buslijn 621 op weg van Amsterdam naar München. Alle passagiers hebben hun plaats al ingenomen en wij zijn klaar om onze reis te beginnen. We zullen 3 rustpauzes hebben waar u de mogelijkheid heeft om onze heerlijke koffie, thee of een verfrissend drankje te drinken. Die service is uiteraard gratis voor u. Tijdens de reis zal ik ook worden afgelost door mijn collega, de heer Louis van Reek, die de reis naar München zal voortzetten. Zo heeft u hier voorin 2 ervaren buschauffeurs aan boord die zorgen voor uw veiligheid en comfort. U ontvangt tijdens de reis meer informatie via onze aankondigingen in de bus. Leun nu achterover en geniet van onze gezamenlijke reis. Dank u wel voor uw aandacht. Ik würde sagen, das war's. Wir können loslegen. Auf geht's! Erste Station, Arnhem. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 621 auf der Fahrt von Amsterdam nach München Zentraler Omnibusbahnhof mit Zwischenhalt in Arnhem Hauptbahnhof, Köln Zentraler Omnibusbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof, Stuttgart Busbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gelten während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Louis van Reek und Herr Vincent van der Merwick sind heute Ihre Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Arnhem Hauptbahnhof. Geachte Dames en Heren,
Namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers aan boord van buslijn 621 op de reis van Amsterdam naar het München Centraal Busstation bij tussenstops in Arnhem Central, het Keulen Centraal Busstation, het Frankfurt Centraal Station en het Stuttgart Busstation hartelijk welkom heten. Neemt u alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u achterin een toilet en er is gratis internet beschikbaar. De toegangsgegevens hiervoor kunt u vinden in de brochure die zich in de tas van de stoel voor u bevindt. Bovendien kunt u via een USB-aansluiting uw mobiele apparaten van stroom voorzien. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Daarnaast geldt er tijdens de reis een verplichting voor alle passagiers om de veiligheidsgordels te dragen en vast te maken. Dit is om veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk. Vandaag zijn de heer Louis van Reek en de heer Vincent van de Mervik uw chauffeurs voor deze rit. Houd er rekening mee dat u tijdens de reis uit veiligheidsoverwegingen geen vragen aan de chauffeur mag stellen. Als u echter vragen heeft, staan onze chauffeurs graag tot uw beschikking tijdens de tussenstops. Wij wensen u nu een prettige reis en kijken ernaar uit om u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande stop is Arnhem Central. Ja, soweit die Ansagen zu diesem Szenario, zu dieser Tour. Wie gesagt, wir fahren jetzt als erstes nach Arnhem und haben da unseren ersten Zwischenhalt, bevor wir dann weiter nach Köln fahren. Und zwischen Arnhem und Köln haben wir unsere erste Rastpause. Insgesamt haben wir 3 Rastpausen, die wir nach und nach einlegen werden. Einmal zwischen Arnhem in Köln, zwischen Köln und Frankfurt und zwischen Frankfurt und Stuttgart. So, aber wie gesagt, als allererstes fahren wir jetzt mal nach Arnhem. 128 Kilometer haben wir da noch zu fahren. Jetzt auch nicht mehr so lange. Und ja, schauen wir mal, was uns hier auf dieser Reise so erwartet. Amsterdam nach München. So, jetzt fahren wir hier links auf die Autobahn. Geht. Ein wunderschönes Schauspiel, richtig schön. Wie gesagt, wir sind am frühen Morgen losgefahren, 5.30 Uhr. Sollen um 4.07 schon in Arnhem sein, das sollten wir schaffen. Schon befinden wir uns auf der Autobahn A2, wenn diese gleich aber wieder verlassen, auf der auf die A12 fahren. Die ja Richtung Deutschland fährt, über Arnhem. Seht ihr selber, die Fahrgäste sind relativ wach, trotz der frühen Stunde, trotz der frühen Uhrzeit, sagen wir mal so. Seid ihr auch so früh morgens schon so wach oder seid ihr da eher so? Quatsch mich nicht an, lass mich schlafen. Ja, lass mich am besten allein. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Typen. Es gibt ja auch diese Muffeltypen, die morgens erst 2-3 Kaffee haben müssen, bevor die überhaupt ja, konservationsfähig sind, sagen wir mal so.
sonst morgens sich haben, wenn man mir schon irgendwie ein Gespräch aufzwingt, ja, was irgendwie über Minuten geht, das kann ich morgens gar nicht haben. So, jetzt müssen wir auf die, ja, jetzt fahren wir gleich auf die A12. Ihr seht's? Bitte jetzt rechts auf die A12, wir sind zu schnell. So, wir mal schön geschmeidig um die Kurve rum. Wir nicht aus der Spur fahren. Sonne ist jetzt natürlich so eine Sache. Aber dieser Bus hat kein Rollo, ich habe zumindest keins gefunden. Deshalb muss ich da jetzt mal leider so durch. Aber auch das wird besser. Nur noch 60 Kilometer. So, fahren wir mal wieder rechts, damit wir links überholen können, ohne Probleme. Noch. So. Jetzt mal wieder gefahrlos rechts rüber wechseln. Es herrscht ja in Deutschland wie in Holland auch das Rechtsfahrgebot. Da sollte man sich dann auch schon dran halten. Hier. Da steht ein Kollege in Rot, ihr seht's. Aber ich kann da eigentlich jetzt auch hinterbleiben, weil wir fahren jetzt eh gleich ab, aber nicht mal allzu lang. Seht ihr, da ist es nämlich schon rechts ab, deshalb das Überholen hätte sich jetzt nicht gelohnt. So. Kommt jetzt natürlich gleich wieder die nächste Ansage zum Tragen, und zwar jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt Arnhem Hauptbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen, und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen, und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Arnhem einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Arnhem Hauptbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte Dames en Heren, benaderen nu onze Tussenstop Arnhem Central.
We willen de passagiers die hier uitstappen graag gedag zeggen en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons heeft gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede voortzetting van uw reis in Arnhem. Kom veilig aan, we zeggen gedag en tot ziens. Op dit moment willen we alle passagiers die verder reizen informeren dat onze tussenstop in Arnhem Central ongeveer 5 minuten zal duren. Zorg er echter voor dat u op tijd terugkeert naar de bus, zodat we onze reis volgens planning kunnen voortzetten. Bedankt voor uw aandacht. Ja, das war die Ansage hier für Arnhem. Begrüßung. Und ist jetzt hat auch gar nicht so lange gedauert oder gerade so lange genug, dass wir jetzt hier schon unseren Stop erreichen, unsere Haltestelle in Arnhem. Ja. Das sind hier die Fahrgäste einsteigen, aussteigen und die nächsten einsteigen. So. Ich würde sagen, weiter geht's. Gepäckluke ist geöffnet, dann können wir loslegen. München ist richtig. Köln ist auch richtig. Köln ist richtig. Köln ist richtig. München ist richtig. Der will nicht. Die Dame aber noch. Der Hamburg ist falsch. München ist richtig. Stuttgart ist richtig und Köln ist richtig. Dann hätten wir sie soweit alle. Alle, die mitwollen, außer die eine, die nach Hamburg will. Ich würde sagen, wir schließen die Gepäckluke. So, steigen wieder in den Bus ein. Und fahren weiter. Nächste Station. Erste Pause. Ansage. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 621 auf der Fahrt von Amsterdam nach München Zentraler Omnibusbahnhof mit Zwischenhalt in Köln Zentraler Omnibusbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof, Stuttgart Busbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gelten während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Louis van Riek und Herr Vincent van der Merwijk sind heute Ihre Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Köln Zentraler Omnibusbahnhof. Geachte Dames en Heren, namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers die hier zijn ingestapt aan boord van buslijn 621 op de reis van Amsterdam naar het München Centraal Busstation, met tussenstops in het Keulen Centraal Busstation, het Frankfurt Centraal Station en het Stuttgart Busstation, hartelijk welkom heten. Neemt u alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u achterin een toilet en er is gratis internet beschikbaar.
De toegangsgegevens hiervoor kunt u vinden in de brochure die zich in de tas van de stoel voor u bevindt. Bovendien kunt u via een USB-aansluiting uw mobiele apparaten van stroom voorzien. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Daarnaast geldt er tijdens de reis een verplichting voor alle passagiers om de veiligheidsgordels te dragen en vast te maken. Dit is om veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk. Vandaag zijn de heer Louis van Reek en de heer Vincent van de Mervik uw chauffeurs voor deze rit. Houd er rekening mee dat u tijdens de reis uit veiligheidsoverwegingen geen vragen aan de chauffeur mag stellen. Als u echter vragen heeft, staan onze chauffeurs graag tot uw beschikking tijdens de tussenstops. Wij wensen u nu een prettige reis en kijken ernaar uit om u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande halte is het Keulen Centraal Busstation. Ja, ihr habt's gehört. Diese planmäßige Station Köln. Vorher gibt es allerdings eine Rastpause zwischen Arnheim und Köln, die wir einlegen werden. Aber dazu später. Ich muss hier erstmal auf die Autobahn drauf. Auf die A12 Richtung Deutschland. So, haben noch gut 300 Kilometer bis Köln Hauptbahnhof bzw. Köln Zentraler Omnibus. Busbahnhof. F22 sollen wir dort sein. Bin mal gespannt. Grenze überschreiten werden. Hier auf jeden Fall erstmal runter. Wir lassen erstmal die Autobahn. Und fahren auf die nächste drauf. Und zwar auf der A50. So. Es wird langsam Tag hier in den Niederlanden. Die Sonne geht immer weiter auf. Das Leben erwacht.
der hinter uns auch erstmal links vorbei. Wenn er denn will. Sollte er sich beeilen. Sagen, wenn wir die nächsten paar Platz sehen, machen wir eine Pause. Ob der Parkplatz noch vor oder erst nach der Grenze kommt. Mal abwarten. Polizei. Politie. Politie heißt das, glaube ich, in Holland. Auch gar nicht mehr allzu weit zur Grenze sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Gleich noch. Das Wetter bezieht sich, also beziehungsweise der Himmel, könnte sogar gleich noch anfangen zu regnen. Ja, Containerhafen, ihr seht's rechts. Wunderschön, wunderschön. Dort links seht ihr jede Menge Container. Ein wunderschönes Bild. Wunderschön. Wir sind auf Luxemburg, aber wir sind nicht mehr allzu weit von der Grenze weg. Jetzt aber links. Das wäre beinahe schief gegangen. Schlecht. Ist er mir abgeschmiert? Das kann passieren. Nix. Das kann alles passieren. Da habe ich nicht mehr halten können. Das war keine Absicht. Das kann alles passieren.
Nichtsdestotrotz setzen wir unsere Fahrt fort auf der A67. Zuerst kommt. Parkplatz oder Grenze? Aber ich tippe mal vorsichtig drauf, dass es die Grenze sein wird. Deutschland hin, gehe ich mal stark von aus. Und ist noch nicht zu sehen, weder von dem einen noch von dem anderen. Wieder ein Kollege. Sagen, machen wir den Motor aus und spielen unsere aktuelle Ansage Pause ab. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir jetzt unsere erste kurze Rastpause von 15 Minuten einlegen werden. Wie bereits angekündigt, laden wir Sie herzlich zu einem leckeren Kaffee, Tee oder einem Erfrischungsgetränk ein, falls Sie den Bus verlassen sollten. Bieden wir Sie rechtzeitig terug te keren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen zusammen mit meinen Kollegen gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, wij willen u informeren dat we nu onze eerste korte pauze van 15 minuten zullen nemen. Zoals eerder aangekondigd, nodigen we u van harte uit voor een heerlijke kop koffie, een kopje thee of een verfrissend drankje. Als u de bus verlaat, vragen wij u vriendelijk om op tijd terug te keren, zodat we onze reis op tijd kunnen voortzetten. Als u vragen heeft, sta ik samen met mijn collega graag tot uw beschikking. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, en om deze plaats te maken,
gehe ich jetzt mal nach draußen. Ich mache jetzt mal ein schönes Screenshot, würde ich sagen. So, und dann drücken wir die Escape-Taste. Und dann seht ihr hier unten dieses Menü ja hier aufblinken, links. Und dann geht ihr einfach mit der Maus auf Rasten drauf, drückt da einmal drauf. Und dann habt ihr die Pause durchgeführt. So, dann gehen wir wieder in den Bus. Da haben wir noch viel vor uns. Und spielen die nächste Ansage vom Busboard ab, und zwar Ende der Rastpause. Wieder mit der Taste 0. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind wieder vollständig und können unsere Fahrt fortsetzen. Ich möchte Sie darüber informieren, dass aktuell auf der Strecke sich ein Stau befindet, der sich aber bis zu unserer Ankunft auflösen sollte, zodat enig pünktlichen Ankunft in München niets in Wege steht. Werden Sie selbstverständlich, wenn wir etwas Neues wissen, informieren. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie den Rest unserer gemeinsamen Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, wij zijn weer compleet en kunnen onze reis voortzetten. Ik wil u graag informeren dat er momenteel een verkeersopstopping is op de route, maar deze zou moeten oplossen voordat wij in München aankomen, zodat niets een tijdige aankomst in de weg staat. Als we nieuwe informatie hebben, zullen we u uiteraard informeren. Leun nu achterover en geniet van de rest van onze gezamenlijke reis. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, en daarmee zullen we staan. Kunnen we weiter fahren? Dat is ons zeker. Und setzen unsere Fahrt Richtung München fort. Nächste Station, Köln-Zopp. Dort steht ein Kollege, der Pause macht. Dort steht noch einer. So, wir sind hier auf jeden Fall nicht alleine. Was wird das denn jetzt hier? Das haben sie auch ein bisschen blöd gelöst hier, oder? Ehrlich gesagt. Ja, ist egal. Auf der A61. Ah, das ist ja schön. Dann sind wir ja bereits in Deutschland. Das ist schön. Mein Gott, was für Straßenführung hier. Wahnsinn. Und seht mal, schicker Jeep. War nicht schlecht. Thank you.
So, noch 79 Kilometer bis Köln. Zum nächsten Zwischenhalt. Gleich rechts ab. Ihr habt es bestimmt schon auf dem Schild gelesen, dass Köln rechts abgeht. Also fahren wir hier runter. Also am besten könnt ihr das immer machen, wenn ihr so zwischen 20 und 30 Kilometer noch entfernt seid von der nächsten Haltestelle. Dass ihr dann die Ansage für die Ankunft abspielt. Also dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Würde ich jetzt mal so sagen. Also den Tipp kann ich euch geben. Meistens so bei 27 circa, 27, 25 circa spiele ich das ab. Ich würde sagen, können wir eigentlich losgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt Köln Zentraler Omnibus Bahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen, und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Köln einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Köln etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, we naderen nu onze tussenstop, het Keulen Centraal busstation. We willen de passagiers die hier uitstappen graag gedag zeggen en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons heeft gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede voortzetting van uw reis in Keulen. Kom veilig aan, we zeggen gedag en tot ziens. Op dit moment willen we alle passagiers die verder reizen informeren dat onze tussenstop in Keulen ongeveer 5 minuten zal duren. Zorg er echter voor dat u op tijd terugkeert naar de bus, zodat we onze reis volgens planning kunnen voortzetten. Bedankt voor uw aandacht. Ja, wieder sehr, sehr schöne Ansagen. Kann man nicht anders sagen. Also, hat sich Fersesen wirklich, wirklich was einfallen lassen, muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Also, kann man nicht oft genug sagen. Wirklich ist richtig schön umgesetzt, auch von den ganzen Szenarien und von den ganzen Strecken her. Und ja, muss man wirklich sagen. Also, top, wirklich top. Was nicht so top ist, dass wir jetzt hier eine rote Welle haben. Aber ja, hört dazu. Achso, ist das schon der Kölner Dom da vorne? Nee, oder? Weiß es nicht. Glaube ich nicht, oder? Jede Ampel ist rot. Es ist zum Verrücktwerden, wirklich. Ist die grün, es ist sie da hinten rot geworden. Es ist zum Abbrechen. Kölner Dom. Da müsste da ja auch der Hauptbahnhof sein. Nächste Ampel rot. Ach Leute. Ja, das ist der Hauptbahnhof. Ja, dann ist das denn. Ja.
gesagt. Da ist der Hauptbahnhof. Der wunderschöne Kölner Hauptbahnhof. War ich auch schon spotten. Also richtig, richtig schöner Bahnhof, muss man wirklich sagen. Sehr schön. Das ist wirklich jede Ampel rot, ne? Jede einzelne. Sorry, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da hört man auch schon die Züge fahren. Wunderbar. Wunderbar. Ja, schön. Köln freigeschaltet. Wunderschön. So, würde ich sagen, checken wir die Passagiere hier in Köln ein. Sie wollen bestimmt sehr voll. Ja, München stimmt. Hi, auf geht's. Frankfurt stimmt. Hi, Sie wollen bestimmt gut. Frankfurt stimmt. Salut, das stimmt. Frankfurt stimmt. So, sonst noch jemand? Nein, die anderen wollen nicht. Gut, dann sind wir hier fertig. Schließen das Ganze. Steigen wieder in unser Bus. Ich würde sagen, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 621 auf der Fahrt von Amsterdam nach München Zentraler Omnibusbahnhof mit Zwischenhalt in Stuttgart Busbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gelten während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist.
Herr Louis van Riek und Herr Vincent van der Merwijk sind heute Ihre Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Stuttgart Busbahnhof. Geht's auch etwas langsamer? Geachte Dames en Heren, namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers die hier zijn ingestapt aan boord van buslijn 621 op de reis van Amsterdam naar het München Centraal Busstation, met tussenstops in het Frankfurt Centraal Station en het Stuttgart Busstation, hartelijk welkom heten. Neemt u alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u achterin een toilet en er is gratis internet beschikbaar. De toegangsgegevens hiervoor kunt u vinden in de brochure die zich in de tas van de stoel voor u bevindt. Bovendien kunt u via een USB-aansluiting uw mobiele apparaten van stroom voorzien. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Daarnaast geldt er tijdens de reis een verplichting voor alle passagiers om de veiligheidsgordels te dragen en vast te maken. Dit is om veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk. Vandaag zijn de heer Louis van Riek en de heer Vincent van der Merwijk uw chauffeurs voor deze rit. Houd er rekening mee dat u tijdens de reis uit veiligheidsoverwegingen geen vragen aan de chauffeur mag stellen. Als u echter vragen heeft, staan onze chauffeurs graag tot uw beschikking tijdens de tussenstops. Wij wensen u nu een prettige reis en kijken ernaar uit om u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande halte is het Frankfurt Centraal Station. So, nächste Station, also Frankfurt Hauptbahnhof. Beziehungsweise, Frankfurt Zopp. Und, als nächstes gibt es natürlich erstmal wieder eine Rastpause auf der A3. Die wir einlegen werden. Wunderbar, Dankeschön, Ampel. Das kennen wir ja schon. Die sind uns nicht wohlgesonnen. Das kann man wohl so festhalten. Ist da auch gleichzeitig das Ende des Videos für heute. Und ihr hört dann den, ihr seht dann den Rest in einem gesonderten Video von dem Parkplatz dann zwischen Köln und Frankfurt Richtung Stuttgart und München, beziehungsweise dann noch weiter Richtung Frankfurt. Weil wie gesagt, das dauert dann doch schon ziemlich lange. Und ja, deswegen wird das in mehrere Teile aufgeteilt. Ich hoffe, das ist soweit okay. Aber ich glaube, ihr habt auch keine Lust, über eine Stunde, über zwei Stunden oder so ein Video zu gucken. Von daher, machen wir das, glaube ich, so. Man ist doch, wie gesagt, auf die Autobahn, auf den nächsten Parkplatz. Und machen dann dort einen Split.
tanken brauchen wir, glaube ich, nicht. Nö, sieht noch relativ voll aus. Gut, mal weiterfahren. Da kommen auch schon die Schilder für die Autobahn. Kennt man immer ganz gut daran, dass sie blau sind. So, Leipzig-Erfurt nicht, also müssen wir rechts in Düsseldorf-Frankfurt auf die A3. Sehr, sehr schön. Mittlerweile 100 fahren, dann tun wir das auch. Aber hier runter. Sehen, dann werden wir dort drauf fahren, unsere Pause abhalten und auch gleichzeitig dieses Video für heute beenden, weil, wie gesagt, das sonst einfach zu lange wird. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Bergig, ihr seht's. Mein Gott, da ist aber jemand ganz gut am Keuchen, ne? Wahnsinn. Ist ja einer verkühlt. So, wir werden jetzt hier unsere Pause abhalten. An dieser Tankstelle. Also wir stellen uns mal hier so ein bisschen an den Rand hin. Nicht allzu sehr im Weg stehen. Ich denke, das dürfte genügen. Da kommt, glaube ich, jeder vorbei. So. Sehr geehrte Fahrgäste, Folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden jetzt unsere zweite Rastpause mit einem Café-Service von 15 Minuten einlegen und dabei einen Fahrerwechsel durchführen. Bitte seien Sie rechtzeitig zurück im Bus, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen kunnen. Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen weiterhin mit meinem Kollegen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, wij zullen nu onze tweede pauze nemen met een koffieservice van 15 minuten en een chauffeurswissel uitvoeren. Zorg ervoor dat u op tijd terug bent in de bus, zodat we onze reis op tijd kunnen voortzetten.
Als u vragen heeft, sta ik en mijn collega nog steeds graag voor u klaar. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, das war das. Wie gesagt, wir werden jetzt hier die Pause abhalten und dann werde ich das Video beenden. Und ihr seht, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, auf jeden Fall dann zeitnah die Fortsetzung auf unserer Fahrt von Amsterdam nach München. Aktuell sind wir auf der Fahrt von Köln nach Frankfurt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier die Pause abhalten, damit wir das hier hinter uns haben. Na komm. So, steigen in den Bus wieder ein. Nennen wir das hier noch. Machen wir unsere Ansage. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Louis Forek und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Mein Kollege und ich haben die Plätze getauscht und ich werde ab jetzt unseren Bus für die Rest der Reise nach München übernehmen. Bevor wir ankommen, werden wir noch eine kurze und letzte Rastpause für Sie einlegen. Wir warten aktuell noch auf einen Fahrgast, bevor wir unsere Fahrt fortsetzen. Bis jetzt ist die Fahrt ohne besondere Vorkommnisse verlaufen und was die Zeit angeht, sind wir bis jetzt ohne Verspätung. Leider hat sich der vor uns liegende Stau noch nicht vollständig aufgelöst. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere Ansagen im Bus. Wir wünschen Ihnen von hier vorne weiterhin eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte Dames und Herren, mein Name ist Louis van Reek. Ich hoffe, dass Sie eine prettige Pause heeft gehad. Mein Kollege und ich haben von Platz gewisselt und ich soll nun unsere Bus übernehmen für den Rest von der Reise nach München. Voordat wir da ankommen, sollen wir noch eine korte und letzte Pause für Sie inlassen. Auf dit Moment wachten wir noch auf einen Passagier, voordat wir unsere Reise können fortsetzen. Tot nu toe ist die Reise zonder besondere Incidenten verlopen und was betreft die Zeit sind wir noch steeds auf Schema, zonder Vertraging. Helaas ist die File vor uns noch nicht opgelost. U ontvangt tijdens de reis verdere informatie via onze aankondigingen in de bus. We wensen u vanaf hier vooraan nog steeds een prettige reis. Bedankt voor uw aandacht. Ja, soviel dazu. En wie gesagt, die Fortsetzung gibt es zeitnah auf unserer Fahrt nach Frankfurt, dann weiter nach Stuttgart und schließlich München mit unserer Buslinie 621. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr mal gar nichts. Ich bin gespannt, ob wir noch in den Stau reinfahren werden oder ob der sich bis dahin aufgelöst hat. Das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Habt noch ein wunderschönes sonniges Wochenende. Macht's gut. Bye. Bye.